Moin Mädels, moin Jungs, es ist mal wieder soweit, ich bin draußen. Es ist Winter, es ist noch nicht ganz hell draußen und wir sind beim Tierheim in Berlin. Heute schauen wir uns das Ganze hier mal an. Ich werde hier heute ausgebildet zum Tierpfleger und wir gucken uns mal hier an, was hier alles so zu tun ist. Der Daniel wird mich hier gleich durchführen und mich ein bisschen ja, unter seine Fittiche nehmen, sage ich jetzt mal. Wir bedanken uns aber vorerst einmal bei NordVPN. Die sind nämlich Sponsor des heutigen Videos. Ja, ja, da könnt ihr mal in die Videobeschreibung gucken. Da ist nämlich der Link nordvpn.com/Kalle. Und wenn ihr jetzt das Zwei-Jahres-Angebot annehmt, dann bekommt ihr sogar noch mal 4 Monate obendrauf. Da könnt ihr mal richtig schön einen reinsparen. Schaut euch das Ganze mal an. Moin Mädels, moin Jungs. NordVPN bedeutet jetzt nicht, dass ihr unnormal sicher seid und euch nichts mehr anhaben kann. Aber NordVPN hilft euch auf jeden Fall dabei, sicherer durch den Internetalltag zu kommen. Zum Beispiel der Bedrohungsschutz. Der schützt dich vor Schadsoftware, Trackern und Werbung, die du nicht sehen willst oder die dir schaden können. Außerdem wirst du über die Schwachstellen in deinen Apps informiert, was auch ziemlich nützlich sein kann. Via NordVPN verpasst du keine Lieblingsinhalte mehr. Egal, wo du gerade auf der Welt bist, kannst du dich immer auf dem entsprechenden Server einloggen und dann die Inhalte aus den jeweiligen Regionen genießen. So wie du es gewohnt bist und so wie du es auch gerne machst. Und keine Sorge, du wirst dabei nicht überwacht oder sowas. Dein Traffic ist immer dank einer starken Verschlüsselung geschützt. Außerdem kannst du einfach den Killswitch aktivieren und dann werden deine Daten auch niemals offengelegt. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und ein Konto kann bis zu 6 Geräte schützen. Viel Spaß beim Surfen mit NordVPN, meine Freunde. Und jetzt wieder zurück ins Tierheim. Wuff, wuff. Sicherheit im Internet ist ja ein großes Thema heutzutage. Sicher geht's hier im Tierheim heute auch zu, denn der Daniel, der sagt mir sicher, wie wir die Tiere hier glücklich durch den Tag bringen. Abfahrt! So Leute, wir sind jetzt hier schon im Innenbereich des Tierheims angekommen. Wir können hier schon mal ein bisschen gucken. Ja, wir haben noch nicht so ganz einen Plan, wo hier was ist, aber wir wissen, hier ist der Struppi und da wartet Daniel. Das ist quasi so ein eigenständiger Bereich. Aber hier sind dann auch die Dogos, nicht wahr? Da ist er doch schon. Hallo. Guten Morgen. Hallo Daniel. Guten Morgen. Ich bin der Kalle. Hi. Moin, Hi. Daniel. Genau, ich bin heute dein Chef. Ich zeig dir alles. Jetzt wird es ein bisschen laut. Ja. Guten Morgen, Fino. Guten Morgen, Limo. Guten Morgen, Enrico. Guten Morgen, Lala. Guten Morgen, Tito. Das ist aber ganz schön. Ja. Ganz schön was los da drin. Ja. Weil, wie war jetzt so die Stimmung? Sind die gut drauf? Die sind heute sehr gut drauf. Ein bisschen laut heute, weil sie sind nicht gewohnt, dass da ein fremder Pfleger dabei ist. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt gleich Futter an, setzen aber vorher noch mal 2 große Hunde raus, weil die können bei dem Schnee schon mal ein bisschen draußen rumflitzen in der Zeit, wie wir Futter machen. Du folgst mir einfach. Ich folge. Na, Freunde? Guck mal, da hinten. Was hast du da jetzt für Stäbe hochgeschoben? Ja, das ist unsere Schieberanlage. Unsere Hunde haben 2 Bereiche. Die haben Außenbereich und Innenbereich. Und in der Mitte ist der durch einen Schieber getrennt. Und ich habe die Hunde jetzt erstmal eingesperrt, dass ich mit den anderen Hunden dran vorbeikomme. Ah. Weil sonst ist es zu nah an dem Gitter. Ja. Nicht, dass die sich dann anfangen zu streiten. Ah, die mögen sich nicht, oder? Nee, manche mögen sich nicht. Und für viele Hunde ist das hier eine Stressangelegenheit. Yeah. Reagieren meistens ein bisschen drüber als normalerweise. Gut. Aber wir haben schon unsere Gründe, warum der eine zuerst darf und der andere nicht. Hallo, guten Tag. Oha. Das ist der Hachi, der muss früher mal raus. Komm mit, Kuppel. Hey, Sammy. Hallo, Dude. Das ist unsere hübsche Nagini und flitze los. Also ist auf jeden Fall mit Lautstärke verbunden, der Job, ne? Ja, die ersten Hunde haben wir draußen. Die können jetzt erstmal ein bisschen rumrennen. Ja. Und in der Zeit machen wir Futter für die ganze Mannschaft. Okay. Und dann geht's gleich weiter. Das ist das ganze Futter, was wir brauchen. Das hält ungefähr eine Woche. Da haben wir unser restliches Trockenfutter. Das reicht so maximal für eine Woche für unsere 36 Hunde, die wir hier in dem Hundehaus betreuen. Okay, da sind immer die Namen dann dabei, der Hunde und... Genau, dann steht halt hier dahinter, wie viel mit Grammanzahl. Dieses kleine Kürzel, das heißt Tabletten. Viele unserer Hunde kriegen Medikamente ins Futter. So. Ich stelle dir einfach noch ein bisschen Futter hierher. So, hier, gucke mal. Muss das morgen schnell gehen hier? Also merken die Hunde das, wenn das irgendwie zu lange dauert mit dem Futter? Ja. Du bist jetzt schon ewig hier, habe ich gehört, ne? Ich bin im 18. Jahr jetzt hier. Aber was hat dich dazu bewegt, dann hier anzufangen? Das Herz, um Tieren zu helfen, die halt in Not geraten sind und vorwiegend Hunde. Ich bin mit Hunden groß geworden und das war irgendwann, hat es bei mir in der Jugend Klick gemacht und ich habe gesagt, ich möchte mit Tieren arbeiten und ich möchte in einem Tierheim arbeiten und ich möchte, dass es Tieren besser geht. Und ja, seitdem bin ich hier geblieben und kann mir auch nichts anderes vorstellen. Wie lange dauert die Fütterung so? Der Futtermachprozess und das Füttern, das wird so schon 30 Minuten 40 Minuten in Anspruch nehmen. Wie viele Leute seid ihr im Team? Wir sind hier 4 Leute im Team. Mhm. Und jetzt gibt es ja noch frische Wurst. Jetzt gibt es für unsere, die ihr Medikamente so ein bisschen, ah, ja, gibt es einen kleinen Schlag Leberwurst. Paulchen kriegt
in seine Leberwurst. Vorwiegend sind das hier alles Schmerztabletten, dass die Hunde, die halt Gelenkeprobleme haben oder Knochenprobleme, dass die halt eine bessere Lebensqualität haben, indem sie halt schmerzfrei leben können. Manche Hunde, die haben Schilddrüsenprobleme, kriegen da Medikamente gegen. Manche Hunde, die eine kleine Verletzung hatten, kriegen Antibiotika. Ich muss sagen, super viel auf einmal, super viele Eindrücke. Mir geht das schon ein bisschen das Herz auf, muss ich auch sagen. Ne? Muss man natürlich auch respektieren, was hier passiert. Vor allem auch, dass die Tiere ja hier überwiegend, glaube ich, auch gelandet sind, weil sie woanders nicht mehr erwünscht waren, oder? Genau. Vorwiegend sind sie halt ja ins Tierheim gekommen, weil das in ihrem Zuhause in irgendeiner Form nicht funktioniert hat. Komm hier, mein Bärchen. Guten Appetit. Da rein in die Futterluke, ne? Ja. Und jetzt brauchen wir die Hilfe von Alessandra, meiner Kollegin. Und sie geht drinnen rein, sperrt alle Hunde ein. Ja. Mit dieser lustigen Schieberanlage. Ja. Und wir gehen außen lang, verteilen die Näpfe. Ah ja. Und dann macht sie die Schieber wieder auf und dann kommen die Hunde raus. Ah. Und so können wir dann gleich nach dem Füttern anfangen, sauber zu machen. Ja, ja? Genau. So. Guten Hunger, ne? Ja. Bitte schön, ne? Jo. Lass es dir schmecken, mein Junge. Teilt ihr euch die Aufgaben dann immer so auf? Einer von uns läuft halt außen lang, stellt die Näpfe rein, einer steht drinnen, der andere bereitet die Reinigungssachen schon mal vor, je nachdem, wie viele Leute wir sind. Im Sommer ist es schöner, hier zu arbeiten. Naja, aber gehört ja auch dazu, ne? Ja. Bei Wind und Wetter, sagt man ja, genau, ne? Genau, dass der Spike geht. Ja, guten Spike. Und für uns heute erstmal die letzte, das ist Pfötchen. Naja. Naja, Pfötchen. So, und das jeden Tag. Das jeden Tag und das 36 Mal. So, weil Winter ist, müssen wir ein bisschen Dampf machen jetzt. Jetzt machen wir nämlich die Hundekacke weg. So, ich schließe erstmal alle Zimmer auf. Jeder Hund hat hier seinen eigenen kleinen Schrank quasi, wo beschriftet ist, wer drin ist. Und da hat jeder Hund seine Anziehsachen drin. Wir starten bei Pfötchen. Dann schütteln wir einfach mal aus ihrem Körbchen die Decken auf. Aber die Decken sehen noch relativ gut aus. Wir können halt nicht jeden Tag jede Decke waschen. Die Boxen, wo wir sauber machen, einfach mal. Du kannst auch einen Schwamm haben. Ich mache das immer mit der Hand schnell. Ich hoffe, dass das so vom Platz her passt für dich, mein Freund. So, Näpfe. Kannst du die hier einfach mal kurz auswischen? So hat er gesagt, ne? Ist auch ein eigenständiger Geruch. Hunde riechen natürlich auch. Muss man abkönnen. Ich bin tatsächlich sehr geruchsempfindlich, aber was tut man nicht alles für die Vierbeiner, ne? Hat mir wieder einen saufen lassen, mein Freund. So, oh, was hier denn passiert? Der Muffin, der dekoriert immer gerne um, weil sie gefrustet sind, dass sie hier im Tierheim sind. Und irgendwo muss die Energie hin und dann lassen sie es halt an den Decken aus. Die Decke sieht jetzt ziemlich dreckig aus, glaube ich. Die ist dreckig. Den kannst du dann erstmal hier in die Mitte schmeißen. Die sammeln wir dann zum Schluss ein. Housekeeping. Ja. Housekeeping. Ich lasse das mal so, aber du machst dir das sonst noch schick. Wenn du das anders haben willst, also ungelogen, das finde ich eigentlich eine geile Arbeit. Also Menschen sauber machen wäre nicht so meins, aber Hunde. Aber macht ja auch, müsste ja auch jemand machen. Wie lange brauchst du so im Schnitt für so ein Haus? Halbe Stunde? Ja, wenn ich richtig fusche, wenn man alles richtig sauber macht und noch ein, zwei Helfer hat, dann so eine gute Stunde. Und dann ist auch tipptopp. Dann sind auch die Fensterscheiben mitgemacht. So, jetzt machen wir einfach mit einer Gießkanne die Näpfe, Wassernäpfe wieder voll, wo wir nichts sauber machen. Und die anderen, da haben wir hier ganz normales Spülmittel. Da kommt hier ein guter Schluck rein. Wichtig ist dann nur wir gehen gleich mit einem Wasserschlauch hier durch, ja, dass wir auch die Boxen, die wir nicht mitmachen wollen, nicht aus Versehen den Schlauch einhalten. Ja, ach so, ja. Ja. Wir müssen das jetzt alles richtig mit dem Schrubber schrubben. Mach deine Bude sauber hier. Schön den Boden wischen hier. Schön hier noch in die Kerbe rein, du. Ist ein bisschen wie Zähne putzen einmal im Jahr. Jetzt gibt's erstmal was zu saufen hier. Ja. Frisches, leckeres, kaltes Wasser, Junge. Danach gehen wir noch mal mit einem Handtuch drüber, dass es auch wirklich trocken ist. Eine Hälfte freut sich gerade, dass ich helfen kann. Die andere weint so ein bisschen, weil es irgendwie nicht so schön ist. Ja. Ja, und einige der Hunde, die hier im Struppihaus gerade sitzen, die sitzen ja auch ein paar Jahre schon hier. Ja. Ja, wenn man das so mit zu Hause vergleicht, ist natürlich ein Zuhause viel mehr wert, als hier zu sitzen. Aber für viele Hunde ist das schon mehr wert, hier zu sitzen, voll, weil sie es vorher noch schlimmer hatten. Hier erstmal schön trocken gemacht. So grob, wa? Oh. Doch, Kraft brauchen wir auch. Nicht nur Pudding in den Armen, ne? Boah. Na, was haben wir? Na, was haben wir? Ich habe hier ein Workout nach dem nächsten in meinem Leben, du, ne? Und das habt ihr mal drei, ne? Genau. Drei solche Hütten hier. Und jetzt die Boxen wieder einrichten, die wir sauber gemacht haben. Jetzt haben wir hier unser Beschäftigungsfahrzeug, wo wir Knoten, Kartons und Kongs haben. Ist hier schon was drin? Ja. Ah ja. Ich spüre einen Hauch von Leberwurst, getrocknete Mandeln. Und Ziegenfuß. Und Ziegenfuß. Ein Schmackofatz. Ja. Den darfst du dir gleich erstmal schön zerkauen. Madame.
Komm schnell, Spikey. Da nimmt er seinen Karton jetzt erstmal. Eieiei, was haben wir da denn, Freunde? Geil. Mhm. Hier ist richtig was drin. Hier ist ein richtiges Paket drin, du. Bitte schön. Jetzt ist wichtig, dass wir alle Türen wieder zumachen, zuschließen. Und dann kommen alle Hunde wieder rein ins Warme. Ja. Und dann gehen wir schnell außen lang. Machen die Scheiße weg. Machen die Scheiße weg. Na, Maus. Komm her, Lili. Oha, das hat richtig geknallt. Der kleine Paul. Ja, ich weiß. Ich bin neu. Also jetzt sammeln wir mal die Häufchen ein, der Hunde. Nehmen noch die Futternäpfe von heute Morgen noch mit raus. Ah. Der Frodo. Eieiei, Frodo. Schön Scheiße wegmachen. So, hier, guck mal. Eieiei. Wir müssen es auch nur noch 32 Mal machen. Ja, super. Ah, ich hab Scheiße am Finger. Entschuldigung, hab mich erschrocken. Naja, muss man durch. So, der Scheißemann kommt. Ja, ja, ja. Also ich finde das nicht schlimm, aber ich hab halt mit den Gerüchen, das kann ich nicht so gut. Ja, ja, oh, boah. Toll. Wir müssen noch zum Tierarzt mit dem Hund, der muss geimpft werden. Echt jetzt? Ja, wir müssen jetzt mit Bonnie müssen wir zum Tierarzt, die muss geimpft werden, die kriegt ihre Jahresimpfung. Und jedes Tier, was im Tierheim ist, das sind quasi die Papiere. Jedes Tier hat so seinen eigenen Ausweis, seine eigene Kartei. Und Impfausweis auch. Impfausweis ist alles hier drin, so dass auch immer, wenn die Tiere das Haus verlassen und ein anderes Hundehaus umziehen oder Katzenhaus, je nachdem, welche Tier hat, geht immer diese Papiere mit, weil da steht auch alles für uns Wichtige drin, was wir als Tierpfleger und Mitarbeiter über das Tier wissen müssen. So, mit ihr müssen wir schnell mal zum Tierarzt. Darf ich mit? Ja, ja, kommt mit. Ich habe eigentlich den Hund gefragt, aber... Ja, jetzt habe ich ja mal so ein paar Eindrücke bekommen, Daniel. Aber das ist ja auch nicht mit wenig Arbeit verbunden, sag ich jetzt mal, ne? Nee, genau. Das war jetzt ja nur ein kleiner Einblick quasi. Bei uns geht es halt immer zügig zur Sache. Im Sommer haben wir ein bisschen mehr Zeit, da liegen die Hunde auch dann lieber mehr draußen. Dann ist es eigentlich umgedreht. Dann machen wir draußen mehr sauber als innen, weil die dann halt draußen die Zeit genießen. Wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, komme gerade aus der Schule gehüpft, kein Bock auf Studium und denke mir, Tierpfleger, das wär's. Was muss ich machen? Mega wichtig ist eine mega Empathie Tieren gegenüber. Und wenn man kein Herz für Tiere hat, kann man das hier nicht machen, weil man wird hier nicht reich an dem Beruf. Man macht das einfach nur aus Überzeugung, weil man für die Tiere da sein muss. Ja. Und will, natürlich will. Wie lange geht denn so eine Tierpflegerausbildung? Gibt es die so per se bei Ja, euch? Die gibt's. Wir bilden auch selber aus. Lehrjahr nehmen wir immer 6 Azubis und 3 Jahre dauert die Ausbildung. Gut. Das ist ja praktisch, dass ihr hier direkt einen Tierarzt habt, ne? Ja, ist auch erforderlich bei der Masse an Tieren, die wir hier haben. So, gucken wir mal, ob der Tierarzt schon Zeit für uns hat. Hast du denn manchmal so das Gefühl, du gewöhnst dich zu sehr an bestimmte Hunde? Bist du dann traurig, wenn die genommen werden oder freust du dich eher, dass sie zu Hause sind? Ist immer so. Auf der einen Seite freut man sich mega und auf der anderen Seite ist man natürlich auch irgendwo eine Form traurig, weil man lebt ja quasi seinen Arbeitsalltag für bei manchen Hunden eine ganz lange Zeit, manchmal schon schwer. Aber umso mehr ist ja die Freude, wenn sie endlich ihr Zuhause gefunden haben. Das ist eine ganz blöde Frage. Habt ihr auch einen Tierfriedhof? Ja, den können wir uns dann nochmal angucken. Wir sind dran, wir sind dran. Hallo. Hallo. Komm mal hier, Maus. Du musst hier erstmal dich präsentieren. Ich weiß, die gucken alle zu. 44,1 wiegt die Gute. Schön. Komm hier, Maus. Hopp. Sein muss. Wie geht's dir denn? Dir geht's gut. Keine Probleme. Nee, tapfer Maus, ne? Wir werden auf jeden Fall noch einen Tropfen Blut nehmen müssen. Ja. Ist noch nicht hier noch gepikst? Wir müssen noch mal zweimal. Tapfere Bonnie, ne? Gute Maus. Die Wunko mache ich dir in die Karte, die weiß. Genau. Die kriegt ihr dann die Tage ins Futter. Das war ja echt erstaunlich ruhig, muss ich sagen. Und danke euch. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. So. So. TÜV wieder bis 2026 oder? Naja, nur bis 25. Ja. Bei den Hunden ist es nur. Ich habe mich gar nicht getraut, da was zu sagen da drin. Also das habe ich noch nie gesehen, dass ein Hund so entspannt geblieben ist. Sie ist jetzt ein gutes Beispiel gewesen, dass es halt auch so gehen kann. Aber sie war halt hier schon einige Male beim Tierarzt. Sie sitzt ja leider schon ein paar Jahre bei uns. Ja. Und deswegen kennt sie die Abläufe und sicherlich. Sie kennt mich. Ich gebe ihr vielleicht auch in dem Moment Sicherheit, dass sie weiß, alles ist gut. Willst du sie mal führen? Gerne. Ja, da habe ich auch schon wieder direkt Bock. Ne? Für mich ist das irgendwie so ein schon emotionales Ding hier heute. Weil sonst immer so, ja, ich gucke mal in irgendwelche Berufe rein. Ja. Hier Busfahrer, Bahnfahrer. Das kann man irgendwie immer witzig gestalten. Aber irgendwie, das ist halt schon eine
ernstere Sache hier, finde ich. Also man muss halt irgendwie schon ein bisschen ernster nehmen. Dann bringe ich sie erstmal schnell rein. Ja. Ja, Mensch. Also ich muss noch mal sagen, Tierheim ist schon mal was Eigenes, ne? Ja, also Leute, geht mal bitte nicht einfach so aus Bock ins Tierheim und krallt euch da irgendein Tier, nur weil ihr Bock auf ein Tier habt. Überlegt euch das gut, freundet euch mit den Tieren erstmal ein bisschen an, lernt die kennen. Das sind halt Lebewesen und kein Spielzeug. Wäre mir ein Anliegen, wenn ihr euch irgendwie ein Haustier holen wollt, sprecht da, wenn ihr noch was jünger seid, mit euren Eltern drüber ordentlich. Und überlegt euch auch, ob ihr Zeit dafür habt, ne? Tierfreund hin oder her, aber wenn ihr keine Zeit habt, euch irgendwie mit dem Hund auseinanderzusetzen, Gassi gehen oder wenn er den ganzen Tag alleine zu Hause rumhängt, dann holt euch keinen Hund. Bitte. Ihr könnt ihr auch ehrenamtlich helfen im Tierheim, dann fahrt da mal hin. Wird kein Tierheim der Welt Nein sagen? Überlegt euch das mal gut, ne? Weil das ist sonst ist das nichts. Westside. Ne, wir sind ja in Eastside, Ostside. Also egal. So, Daniel? Ja, ich freue mich auch. Gehen wir ein bisschen spazieren? Ja. Wie alt ist sie? Die war jetzt schon 9 Jahre. Auch 9 Jahre? Ja. Und leider schon seit 2017 bei uns. Die war, sollte damals, der Vorbesitzer wollte sie als Waffe einsetzen gegen Menschen. Oh. Sie zeigt aber überhaupt kein aggressives Verhalten, wie du ja siehst. Ihr seid die hat direkt Bock. Ne? Wir sind direkt Freunde geworden hier. Ja. Sie ist einfach nur ein bisschen verrückt. Deswegen können wir sie halt nur an erfahrene Leute geben. Ja. Was heißt verrückt? Also? Na, sie zwickt gerne in der Leine rum, sie zappelt da gerne rum. Es gibt ja hier Verewigung. Maximilian Knabe. Der Max, der hat hier, guck mal hier. Der hat für dein Futter mitgespendet. Ja, schön ablecken. Kannst du draufspucken. Ja, der Max, der ist ja hier auch super aktiv. Hat ja auch seinen Falco von hier, ne? Wer bekommt hier so eine Pfote? Das sind halt unsere Großspender, die uns halt mit einem richtig großen Budget unterstützen. Und die kriegen dann halt hier als Dank ihre Ehrenpfote. Das ganze Business ist ja auf Spenden angewiesen. Ne? Genau, sind wir dringend. Egal, ob es nur eine Futterspende ist, eine Deckenspende. Ja. Du hast heute gesehen, wie viel Decken wir am Tag so verbrauchen. Jedes Kleinste ist notwendig, aber natürlich auch finanzielle Mittel. Wie lange bist du am Tag immer hier? Ja, so 7:30 fangen wir in der Regel an, 7:30 bis 7:45 und dann geht es bis 16.30 Uhr, zwischenzeitlich nochmal eine Mittagspause. Ja, unser Arbeitsalltag. Natürlich ist halt Wochenend und Feiertagsarbeit müssen wir halt auch, weil die Tiere haben keinen Feiertag und auch kein Wochenende. Für sie muss immer wer da sein. Auch Feiertage halt, Weihnachten, Silvester. Genau. Wie ist das hier an Silvester? Ja, das ist für uns immer so ein heikler Moment. Wir wissen nicht genau, wie reagieren die Tiere auf diese ganze Böllerei. Wir machen das dann abends auch meistens so, wir lassen allen Hunden ein Radio an mit klassischer Musik, machen das auch ein bisschen lauter, dass vielleicht die Knallgeräusche so ein bisschen übertönt werden. Ja. Und kurioserweise ist in den Hundehäusern doch schon wenig, aber natürlich hast du immer 2, 3, 4 Hunde dabei, die einfach panische Angst haben. Oh, jetzt geht's hier los. Genau, man muss ja auch mal, ne, Divi? Ja, Daniel, ich danke dir für diesen wundervollen Einblick heute hier ins Tierheim. Das ist auf jeden Fall ein Job, da muss man auch Bock drauf haben. Du hast es schon gesagt. Mich hat das jetzt überhaupt nicht gestört, dass man hier mal mit anpacken darf. Ja. Hat mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde schon fast oder dass wir uns hier reinmogeln durften. Echt toller Job und danke, dass du den machst. Ja, du und deine Kolleginnen. An dieser Stelle sind wir auch schon fertig, meine Damen und Herren? Vielen lieben Dank an dieser Stelle an das Tierheim Berlin, an Diva, Daniel und tatsächlich auch an NordVPN, die dieses Video gesponsert haben. Schaut da gerne nochmal in die Videobeschreibung, da könnt ihr bei dem 2-Jahres-Angebot 4 Monate zusätzlich bekommen. Einfach nordvpn.com/Kalle. Mensch, jetzt ist sie aber was los. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mal sehen, wo wir nochmal landen. Ne? Tschüss. Wink doch mal. Diva, winke, Diva, ja, winke, ja. Da an die Kamera. Ja. Tschüss. Ciao.